Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moonchild von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir Raven Liga abgeschlossen, haben Stardust dabei eigentlich gefunden und sogar noch ein Windelementar. Ich frage mich, ist Stardust jetzt, Gruppe? Komm. Na, komm. Was soll der Scheiß? Geht doch. Tatsächlich, Stardust, Level 18. Ich tausche mal gegen Rupert aus. Erstmal Gruppe, Rupert wieder rein und die Ausrüstung ablegen. So, entfernen. Entfernen und entfernen. Weil, so toll finde ich das Rupert auch nicht. So, dann Gruppe. Das heißt, ich habe drei Frauen im Team. Oh mein Gott. Wobei Stardust mein eher ein Mädchen scheint als eine Frau. Ah, okay. Schauen wir uns mal die Ausrüstung von ihr an. Begabter, okay. Obsidianmesser. Okay. Dunkles Messer ist weiter schwächer. Psychische dunkle Power, plus 6. Die Stärke war schön. Ritterschild, kein Helm, Mantel des Zauberers. Windstiefel. Hm. Sind wahrscheinlich gehörig die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, aber gehörig. Lass dir das mal so. Ich würde mal sagen, hier ist nix. Na komm. Hier ist scheinbar nichts drin. Dieser Sarg kriegt mich auf. Was ist damit auf sich? Ja, gut, gehen wir mal. Okay, ich kann mich nicht mehr rausteleportieren. Das heißt, also ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist natürlich jetzt blöd. Okay. Oh, nö. Die ganzen Gegner sind wieder da? Okay. Ja. Gut, scheiße. Ja, und wie gesagt, das ist ein Mädchen. Okay, blöd. Ja, blöd ist ein guter Ausdruck. Okay, was kann sie denn? Sie hat... Sie ist gut. Sie ist echt nicht schlecht. Und sie ist fucking schnell. Sie bleibt erst beim Team. Ich mal behaupten. Ja? Und was macht ihr Angriff? Ja, sie ist sogar stärker als, ja. Ich würde mal behaupten, Stardust bleibt im Team. Okay, also Kanisse muss im Team bleiben, weil Hauptmutter Heldin. Susanna bleibt im Team wegen Beschwören. Und, Stardust auch erst einmal. Also steht auch nicht hundertprozentig fest, aber das, was sie bisher macht, macht sie gut. Muss man mal so sagen, ne? Aber ohne warum bin ich jetzt immer noch hier im Tempel? Also, das ist schon ein bisschen komisch. Oh, gut. Auch wieder Verzweiflung. Zack. Sehr schön. Das gefällt mir. Aber warum bin ich hier? Das gefällt mir nicht. Warum bin ich immer noch hier? Ah, vielleicht kann ich ja jetzt durch die Tür. Gut, da war ich ja schon. Vor allem, da waren noch Bereiche, die ich noch gar nicht konnte. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie verzeiht was ich habe, oder? Gegenstände. So, Zeitquest. Quest 2? Ja, mir fehlt Quest 5. Windheim, Dilda, Windheimhaus, Kronen Schrein. Klar. Kann ich jetzt hier rein? Ah, Stardust kann ich was so sagen. Das ist ein spezielles Tor. Ich kann es reinbringen, aber ich weiß nicht. Ich denke, es ist gefährlich. Willst du es versuchen? Wie ist es gefährlich, Stardust? Menschen. Menschen sind einer, aus einer tausendjährigen Kultur. Sie sind auf der anderen Seite. Sie sind ein wenig unheimlich. Willst du selbst gehen? Nein, erstmal nicht. Speichert vorher. Speichern ist immer gut.
Ich drücke nach unten, ich gehe nach oben. Was soll denn der Scheiß? So, falls sehen. Ja, okay. Das ist ein Tor, das du nicht öffnest. Das ist ein Tor, das du nicht öffnest. Eigentlich könntest du durchgehen. So wie da. Okay. Ist das ein Zeitportal, so gesehen? Das Gegner? Jo. Hi! Mönch der Geheimhaltung. Okay. Wow. Wow. Hilfe! Mein gesamtes Team ist verwirrt. Wow. Ich lade mal eben kurz, denn das ist mies. Meine Fresse. Ups. Das wusste ich nicht, dass das mit Schließen gemeint ist. Aber ich hätte mir eigentlich denken können. Naja, egal. Jetzt hat man ganz kurz einen Teil meines Desktops gesehen. Schrecklich, nicht wahr? Oh Gott. Ja, da drüben ist ja voll gemein, ey. Also wenn man da nicht auf Verteidigung vorbereitet ist, dann auf Verwirrung vorbereitet ist, dann ist es ein bisschen mies. Ah gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ich kann mal kurz mein Ausdruck zu ändern. Ja, Moment mal, Susanna war doch hier Verwirrung geschützt. Puh! Und trotzdem waren sie verwirrt. Meine Fresse, das ist echt mies dahinter. Ich glaube, da sollte ich einfach mal ein anderes Mal hingehen. Wenn ich dann noch dahin gehen kann. Ah, komm. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Und du machst es einfach mal wieder. Verzweiflung. Ach, Quatsch, die überleben es ja. Succubus haben sich überlebt. Wow. Wow, okay. Na gut, Star, das hält halt physisch nicht so viel aus. Heilen. Irgendwo muss sie auch den Nachteil haben. Sie hat einen guten Angriff in magischen und in physischen Werten, da fällt sie halt nicht viele Treffer aus. Gut, okay, aber hier waren immer noch Gebiete, wo ich noch nicht war. Da war ich doch gar nicht. Konnte ich da überhaupt lang oder wie? So. Ich weiß schon, wie ich jetzt. Ich denke, ich werde ein Riesenproblem haben, was Mana betrifft. Okay, ich habe irgendein Item gesammelt. Naja, ist ja hier ein Heiltrank mit Chinas. Okay, ja. Also hier schon mal nichts, wahrscheinlich was dann. Ist dann irgendwie sowas? Ein Ausrüstungsgegenstand? Keine Ahnung. Ihr könnt es ja auf Pause stellen, dann sind jetzt. Nee, hier kann ich auch noch nicht lang. Da ist ja auch gar nichts. Wir seien verwirrt. Ah, aha, aber hier sind die Stacheln weg. Wahrscheinlich wegen der. Wegen den Thron. Ritterhandschuhe! Okay. Und da oben. Na gut, da war ja der. Die Stacheln hier sind auch weg. Sehr schön. Mana-Trank, Windstiefel und da ist ein Gang, wo ich scheinbar noch nicht war. Vielleicht kann ich auch jetzt mit den Typen reden, weil wir hier Susanna dabei haben. Das meine ich. Nö. Oder da für mich irgendwas Zeit. Moment mal, könnte das vielleicht die Steintafel sein? Nö. Diese Steintafel muss ich auch noch finden, fällt mir ein. Die ganzen Sidequests. Ich denke mal, ich werde es so machen, dass ich mir die Sidequests, die sind ja nicht so wichtig, da der Hauptstory ist ja irgendwie über so ein Spiel wichtiger. Eigentlich nicht, die Sidequests sind genauso wichtig. Aber egal, was ich meine. Dass ich für die Sidequests durchaus die Gesamtlösung und die Komplettlösung benutze, aber für die Hauptquests nicht. Hört das für euch nach Deal an? Ihr habt sowieso keine andere Wahl, glaube ich.
Oh, komm, greif dir jetzt aber mal physisch. Wow! Alter, Falter, Stardust ist ja echt ein Multitasking-Talent. Ich verstehe, ist auch... Ja, hier ist noch ein Speicherpunkt da. Zwei Speicherpunkte, so kurz hintereinander, das macht keinen Sinn. Ah, was soll's. Aber kurz aus dem Zaun draufhauen. Meine Phrasen. Wow, meine Phrasen! Kalypso! Hi, meine Güte. Heimatland. Obwohl, ich hätte mir rausteleportieren können, wenn wir mal einen. Ah, wann hätten wir das natürlich rausgefunden? Ah, verdammt. Und du greifst den Zuckerbus an. Die Zuckerbus. Wasser, gut daneben. Und tschüss. Ich sehe schon, eigentlich kann ich Stardust nicht im Team behalten, weil drei Magier im Team, das ist echt hart. Sie können das Schaden aus sein ohne Ende, aber oh Gott, der Mana-Verbrauch. Der Mana-Verbrauch, ey. So, hier war ich ja. Hier war ich ja eigentlich schon. Dann kommen wir mal hier Aura. Ja, klar. Aua. Ja, schon wenigstens dies erledigt. Dein Mana-Verbrauch wäre echt zu krass. Definitiv. Oh, eigentlich auch mal wieder Belebungszauber mit ihr. Ja, also hier war ich doch eigentlich auch, oder? Hm, theoretisch könnte das die Stelle sein. Nee. Also da war ich auch, ja. Dieser eine Weg, da will mir nicht aus dem Kopf. Gut, habe ich noch einen Wächter. Da ist nix. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich teleportiere mich jetzt einfach raus. Naja, dafür habe ich das doch. Mhm. Den Time. So. Und jetzt suche ich doch mal nach. Ah, das wird das Schiff sein, mit dem wir zurück können. Okay, wie viele liegen nochmal in die ganzen Zeitquest-Gegenstände? Also, waren die nochmals genau? Geschonte Tafel. Wer hat die Werkzeugtafel gestohlen? Tollen Schrein. Windheim-Haus. Einheimische Leute in Gefahr. Rosen sind einmal schon als Windheim verschwunden. Eine Brille. Wie soll man eine Brille, die verschichten wird, heftig verschmutzt wurde? Magische Hase. Immer schön. Lebend oder tot, keiner weiß es. Im Brunnen geboren oder auf einem Mann rein. Oder von einem Mann reingelegt worden. Niemand weiß es. Hä? Wie auch immer. Hm. Ich will gerade zugeben, ich bin ein wenig verwirrt. Mache ich erstmal die platt. Ja. Mein Fuß hat sich mir wieder mit das Kabel verheddert. Weil ich glaube, gegen die haben wir auch schon mal gekämpft, oder? Ich richtig erinnere schon. Ja. Aua! Wieso machen sie immer so viel Schaden? Powerstein. Okay, das habe ich natürlich nicht gerechnet. Irgendwo muss auch hier. Ah ja. Ja, irgendwo muss auch hier die Tafel sein. Oder etwa nicht. Wahrscheinlich hören die beiden auch zusammen. Also ich tue gerade mit A-Button-Smashing hier durchrennen, aber ich finde nichts. Ja, dann gleich auch in einen. Zwei gespannt. Sehr schön. Das lief doch mal gut. Ah, eine Heilpflanze, meinetwegen. Hm. Reden wir ja von Süden, ne?
wenn ich richtig erinnere. Ist ein bisschen her. Eigentlich kann ich mich den Zeitpunkt gar nicht erinnern. Ich weiß es auch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen gescheitert, wenn ich sage, von wegen, ja, die Zeitquest, die mache ich mit Komplettlösung und so. Ich bin mir echt unschlüssig, wie ich das machen soll mit den Zeitquests. Soll ich die einfach versuchen zu lösen, wie es geht? Aber teilweise sind doch echt gemeine Sachen dabei, wie zum Beispiel, besiege diese Gegnergruppe so oft, bis du einen Jagdhorn findest. Ist ja auch kacke. Ich gehe mal ganz weit runter in den Süden. In die südlichste Stelle, die ich kriegen kann. Ah! Ich möchte falsch liegen, aber ich denke, diese Spuren führen uns um den See. Denkst du, wir sollten ihnen folgen? Menschen könnten Hilfe gebrauchen. Du hast recht, lass uns das suchen. Okay, Ipidia Seeufer. Kann ich sehen, es ist beschädigt. Ja, ich dachte schon, weil ich verstand. Vielleicht finde ich jetzt hier die Spur zu den verlorenen Leuten, entführten Leuten. Sieht ganz so aus. Und vielleicht finde ich hier auch die Tafel. So, okay. Vielleicht finde ich hier noch ein weiteres Elementar. Wer weiß. Das Eis-Elementar, das ist ja auch nice. Ja, das sind zwei Leute, definitiv, ja. Sind sie noch am Leben? Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Sie müssen die zwei Reisenden sein, von denen der Kerl aus Windheim uns erzählte. Schnell, wir müssen sie retten. Hörst du das? Ich glaube, es kommt aus den Bäumen. Was könnte es sein? Stardust, hast du etwas gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Da! Wow! Are you fucking kidding me? Okay, ein Barbar, ein Ork, ein Werwolf, ein Minotaurus, ein Skelett und zwei, keine Ahnung. Sieht aus wie Heihachi. Ach du Scheiße! Ach du, leck mich am Arsch! Na, Minotaurus, Barbar, Ork, Werwolf, Skelett, Killermönch. Okay, Inferno einmal, dann die Windgeist, angreifen mit Taus und du machst bitte mal eine Verzweiflung, weil ich gerade kurz davor bin. So, bam. Oh gut, trage schon mal weg. So, Tornado. What the? Are you fucking shitting me? Are you, what the? Arbeiter. Okay, Hilfe. Okay, beleben, einmal Kinder und du benutzt, das hier. Ei! Scheiße! Gegenstände erhütte. Oh! Nein! Oh, fuck it! Mein Gott, das sind so fiese Gegner! Wollt ihr mich verarschen eigentlich, oder was? Ihr seid doch bescheuert! Ja, abhauen. Ich kann nicht mal abhauen. Okay, ich habe keine Gegner. Okay, nein. Lebende Flasche. Also. Verteidigen. Oh Gott, das Geld ist weg. Nein! Nein! Wir leben. Stardust. Was sind das für Gegner? Gegner! Meine Fresse! Boah! Leck mich doch am Arsch! Seid ihr wahnsinnig, ey! Ey, das ist doch niemals dafür ausgelegt, dass man das jetzt so macht, oder? Niemals im Leben! Meine Fresse! Nee! Gott! Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.